sind schon so viele Resets draufgegangen. Das kann ich überhaupt nicht auf mir sitzen lassen. Und deswegen wird dieser Run auch der beste in the Run. Dieser Run wird der Run unseres Lebens. Da 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 da, hauen wir unser Nitro raus und fahren auf der rechten Straßenseite. Und man merkt, wir haben einen größeren Nitro-Tank angebaut. Denn wir können Nitro geben, fast die ganze Strecke. Und da vorne sehe ich doch eine Tankstelle, die ich einfach mal stehen lasse. Wir haben den Gegner besiegt. Oh yeah. Das kann ich gar nicht glauben, denn jetzt fahren wir gegen einen, was ist es denn? Ein Mercedes, und wir fahren abseits der Strecke, denn ich habe nach hinten geguckt und die Resets, die wir übrig haben, sind nicht mehr da. Oh verdammt, jetzt müssen wir also mal richtig Gas geben und uns auf die Strecke konzentrieren. Und tatsächlich mal anständig fahren. So tun wir das, fahren wir anständig, machen den Überholweg zu. Hat ja gut funktioniert hier in unserer Stadt. Fahren wir um die Wette, denn wir müssen die Führung halten. Wir haben die Führung gehalten und den Gegner besiegt. Fahren abseits der Straße. 2,2 Kilometer liegen vor uns. 20 Sekunden haben wir noch, um den Gegner einzuholen. Und wir holen ihn ein, denn er fährt einen Lamborghini Gallardo und wir einen Porsche. Damit sind wir viel schneller, viel besser, viel cooler und viel talentierter und haben ihn geschlagen. Das Ziel müssen wir erreichen innerhalb von... Fuck you, verdammt nochmal, wir haben unseren Wagen zerstört. Killed my car, but I swear it was in self-defense. Oh no, no! Möchtest du dieses Event wirklich neu versuchen? Selbstverständlich möchte ich dieses Event neu versuchen. Denn wir müssen unser Rennen gewinnen. Unser Leben hängt davon ab. Wir haben überlebt. In Las Vegas haben uns die Cops gejagt. In den Rockies haben uns die Lawinen gejagt. Und jetzt kämpfen wir uns durch die Prärie. Und wieder mal müssen wir uns an diesem komischen Ballon vorbeischlagen. Und wir haben ein Problem an der Backe, denn wir haben schon 30 Resets benötigt. Und das ist, mit Verlaub, wenn ich das so sagen darf, ziemlich schlecht. Ich kann nicht singen, aber ich tu's trotzdem. Denn, hey, der Wille zählt. Der gute Wille zählt und ich hab den guten Willen, denn ich versuch meine Zuschauer nur zu unterhalten. Und ich hab gute Laune. Und ich hab mein Auto gecrashed, deswegen werden wir mal in die nächste Tankstelle fahren und unseren Wagen wechseln. Wir fahren dann wieder unseren Lamborghini. Oder den BMW. Oder vielleicht mal wieder einen Shelby. Oder vielleicht auch einen Camaro. Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall die Führung halten. Und zwar für 35 Sekunden. Das ist alles, was ich im Moment wissen muss. Vielleicht sollte ich mich doch ein bisschen mehr auf das Rennen konzentrieren, anstatt hier nur Schwachsinn zu singen, zu fahren und zu fabrizieren, ohne mich auf die Strecke zu konzentrieren und ständig den Autos reinzufahren, frontal ein Rahmenvoll reinzufahren, und die Autos sehen es einfach nicht als notwendig an, mir auch mal auszuweichen. Nein, ich muss die ganze Drecksarbeit machen und muss mich hier die ganze Zeit auf die Strecke konzentrieren. Mann, ist das nervig. Mann, ist das nervig. Oh ja, das ist so nervig. Aber wir sind vorne,
Die grüne Zahl da oben sagt uns an, dass wir die Führung halten müssen. Und zwar für 27 Sekunden noch. Da 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 da. Und ich weiß, ganz genau, dass einer von euch verrückten Zuschauern und Abonnenten aus meinem Song irgendeinen verdammten Remix schneiden wird, weil ihr alle total dumm in der Birne seid und keine Freizeit habt. Beziehungsweise laber ich schon wieder Schwachsinn. Ihr habt zu viel Freizeit und habt Zeit für sowas. Aber das ist mir egal, denn ich mag meine Zuschauer, denn sonst würde ich den Schwachsinn hier gar nicht machen, obwohl das Singen hier doch einigermaßen Spaß macht. Und sag mal, wo hast du mich eigentlich hingespawnt, du Hure? Noch 10 Sekunden auf der Uhr, sagt die Uhr. Noch 7 Sekunden, du willst mich nicht vorbeilassen. Aber ich hab es trotzdem geschafft und fahre mit dem Lamborghini über die Feldwege mit anspruchsvoller Steuerung. Fahr ich einfach mal hier einen anderen Weg, weil ich es kann. Sekunden muss ich die Führung halten gegen meinen Wagenvetter. Und ich lass dich nicht vorbei. Yeah! Wir müssen das Ziel erreichen. Bam! Baha! Wuhu! Howdy! Beendet in 5 Minuten und 1 Sekunde Etappenzeit. Die Run-Position ist 76. Yeah! Yeah! Auszeichnungen 755 XP, 60 XP für 3 übrig gebliebene Resets. Wir setzen The Run fort. Wow, und mittlerweile ist es dunkel geworden draußen. Da muss ich doch tatsächlich mal den Rollo runterlassen. Das ist ja echt nicht mehr feierlich hier in den Wintermonaten. Da wird es ja immer relativ früh dunkel. Nächste Location, South Dakota. 44 Badlands National Park SD. Aktuelle Position 76, The Run Gesamtzeit 1 Minute und 14 Sekunden. Highway 20 liegt hinter uns und ich bin mal gespannt, was wir jetzt so zu tun haben mit unserem roten Lamborghini. 8 Positionen gut machen. Er ist gefährlich, Jack. Sei vorsichtig. Er ist gefährlich. Wer ist gefährlich? Wer ist gefährlich? Ich bin gefährlich, das weiß ich, aber wer ist noch gefährlich? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir wieder coole Musik. Oh, 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 es gewittert. Alter, die Steuerung ist echt anspruchsvoll. So, Lotus überholt. Sauber geholt. Alter, es gewittert da, da ist richtig Party angesagt hier. Komm schon, zieh! Ich weiß, du kannst mehr. Alter. Vier von acht Positionen haben wir gut gemacht. Ich fahre echt, als wäre ich besoffen. Ich bin mal gespannt, ob es noch anfängt zu regnen. Das wäre mal ein nettes Gimmick, wenn sie das eingebaut hätten. Wenn es auf einmal mittendrin anfängt zu regnen. Oder im nächsten Rennen, dann wenn wir praktisch in den Regen reinfahren. Denn momentan sieht es ja so aus, als würden wir ins Gewitter fahren. Beziehungsweise aufs Gewitter zu. Oder das Gewitter kommt auf uns zu. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist das Wetter schlecht. Zieh!
2,8 Kilometer noch Distanz. Alter! Ich wollte doch nur die Abkürzung fahren. Hab nach rechts gelenkt wie ein Blöder. Gut, aber das ist dem Wagen relativ egal, wenn man in der Luft ist, ne? So, was fährst du eigentlich für einen schicken Wagen? Puh, Alter. Konzentrieren. Je schneller man ist, desto schwieriger wird es, den Wagen zu lenken. Und dann fahre ich natürlich noch jeden Depp hinten drauf. Komm schon! Wir sind vorne, 8 von 8 Positionen. Natürlich nutzen wir das nicht aus, wäre ja auch viel zu einfach. Nee, wir fahren noch einem hinten drauf, natürlich. Also noch 2 übrige Resets. So. Die Gegner sind hinter mir. Ein Fahrfehler und die haben mich sofort wieder. Deswegen geben wir mal ein bisschen Nitro hier. 1,1 Kilometer noch. Komm schon. Oh, damit. Beendet! Ja, Mann! Damit sind wir auf Nummer 68 in der The Run-Position. Auszeichnungen. Im Rennen erhalten XP 665. Resets übrig mal 2 macht 40 XP. Und wir können The Run fortsetzen. Boah, wir kommen gut voran. Wir kommen echt gut voran. Die Laune staugt. The Run, Gesamtzeit 1 Stunde, 17 Minuten und 19 Sekunden, würde ich jetzt mal schätzen. Macht Zeit gut. Mach ich liebend gerne. Wow. Ohne Gegner fährt sich's hier gleich viel angenehmer. Oh ja! Ihr müsst euch das mal vorstellen, alleine auf der Straße, auf weiter Flur. Und man kann einfach voll Gas geben. Das ist so geil. Driftbonus, beeil dich. Bin dran. Hoppa. Ziemlich buckelig die Piste hier. Da durfte ich doch vorher nicht reinfahren, oder? War das nicht das, wo ich so krass gefailt habe? Ach, keine Ahnung. Kommt mir manchmal so vor, als würden sich manche Strecken hier wiederholen. Und mir kommt das Spiel schon wieder so laut vor, das ist unglaublich. Ich hoffe, man hört mich. So, Slow stand auf dem Boden, kannst du vergessen. Da-da-da. Kurz den Acker umgepflückt und jetzt geht's weiter.
Okay, das war eine schlechte Idee, merke ich mir fürs nächste Mal.